Albanien. Einige haben große Vorurteile gegenüber diesem Land. Andere sagen wiederum, Albanien ist ein Geheimtipp. Aber was stimmt denn nun wirklich? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Das sieht ja alles nicht mehr so gut aus. Ich bin gespannt, was mich in den kommenden Tagen hier auf meiner Reise durch Albanien erwartet und werde persönlich erfahren, wie dieses Land ist. Ich freue mich, wenn ihr in diesem Video mit dabei seid. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Way to Luck. Ich bin Patrick und bin zum ersten Mal alleine unterwegs auf Europa Roadtrip mit dem Campervan. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, hier aus dem Camp Tirana bei Tirana. Mir geht es wieder etwas besser. Die letzten Tage war es ja gesundheitlich etwas schwierig hier bei mir. Nun steht aber heute wieder ein Tagesausflug auf dem Programm. Ich besuche heute die Hauptstadt Tirana. Das mache ich auch nicht allein. Ich werde unterwegs sein mit der Sandra und dem Sven. Ich bin gespannt, was mich in Tirana erwartet. Mit dem Taxi, welches uns der Betreiber vom Campingplatz organisiert hat, geht es nun direkt in die Innenstadt von Tirana. Nach einer 20-minütigen Taxifahrt hier angekommen, geht es erstmal einen Kaffee trinken. Anschließend besuchen wir eine Kirche direkt im Zentrum, bevor wir kurze Zeit später an der Pyramide von Tirana ankommen. Die Pyramide von Tirana ist ein Bauwerk und ehemaliges Museum. Es wurde 1988 als Museum eröffnet und 1991 nach dem Zusammenbruch des Kommunismus zum Konferenzzentrum. Und während des Kosovo-Krieges 1999 wurde das Gebäude als NATO-Stützpunkt genutzt. Während wir weiter durch die Stadt schlenderten, landeten wir plötzlich auf einem Streetfood-Festival mit Köstlichkeiten aus aller Welt, welches gerade auf dem Skanderbegplatz stattfand. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute verlasse ich ja die Region Tirana. Es geht weiter Richtung Küste heute. Ich fahre westlich in die Stadt Durres und von da geht es dann weiter wieder in das Landesinnere Richtung die Usumschlucht, die wir besuchen werden. Und von dort aus geht es morgen wieder zurück zur Küste. Da werden wir dann ein paar Freistehspots aufsuchen direkt am Meer. Im Moment fülle ich ja gerade noch meinen Wassertank auf. Es hat jetzt auch angefangen zu regnen.
Im Internet haben wir gelesen, dass man sich auf alle Fälle die wunderschöne Hafenstadt Durres anschauen sollte. Dort angekommen aber waren wir sehr erschrocken. Es zeigte sich ein Bild von Meer und Müll. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das einordnen soll, ob Durres die besten Zeiten schon hinter sich hat oder noch vor sich hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht waren wir auch einfach nur zum falschen Zeitpunkt da, aber es wirkte auf mich alles ein wenig heruntergekommen. Wunderschöne Hafenstadt dann hinter uns gelassen, fahren wir weiter, halten noch in einem kleinen Dorf an einem Supermarkt, füllen unsere Vorräte wieder auf, bevor wir dann zum nächsten Ziel fahren, die Osumschlucht. Gerade noch geschafft, an unserem heutigen Stellplatz anzukommen, bevor es dunkel wird. Also man sieht es auch schon sehr schlecht, die Kamera kann es gerade noch so einfangen. So, jetzt bauen wir erstmal unser Nachtlager auf und dann schlafen wir heute auf einem Freistehplatz. Mitten in den Bergen, direkt an einer Schlucht. Einfach mal umgeben von nichts, einfach nur Gegend. Am neuen Übernachtungsplatz angekommen und eingerichtet, haben wir dann abends zusammen noch eine Kleinigkeit gekocht. Heute hier Rollenverteilung an diesem Spot. Ich mache gerade hier eine wunderschöne Bolognese-Soße. Die Sandra, die zeige ich euch gleich drüben, die macht gerade die Nudeln. Die sind schon fertig. Ach, die sind schon fertig? Die sind schon fertig. Sagt sie? Ja. Dann gucken wir gleich mal, ihr Lieben. Und der Sven, der sägt da drüben Holz. Wir machen gleich noch ein schönes Lagerfeuer. Zeige ich euch auch gleich mal noch. So, jetzt erstmal die Soße weiter rühren, bevor die anbrennt. Da kommen die Nudeln. Ah, das sieht doch schon richtig lecker aus. Mach mal was zum Marmeln drüber. Beim Sven sieht es ja auch schon ganz gut aus am Lagerfeuer. Ja, es könnte klappen. Dank meiner Gardena Rosenschere. Ja, halt sie nochmal in die Kamera, wir haben es jetzt nicht gesehen. Genau, ja, Logo. Wow. Ja, abgeschuffelt, die ist zu alt. Geil, aber reicht. Funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ah, ich hätte ein bisschen Öl dran machen müssen. Na ja. Du sagst, wenn stopp, Patrick? Ja. Eine kannst du ruhig erstmal noch. Gut, danke. Super. Die Osumschlucht ist ein Canyon des Flusses Osum in Südalbanien. Die Schlucht befindet sich südlich der Stadt Srovoda. Der Canyon hat eine Gesamtlänge von 13 Kilometern. Die vertikal abfallenden Steilwände aus Kalk erreichen Höhen von 70 bis 80 Metern.
wir mussten ja gerade anhalten, also zumindest auf alle Fälle ich schon mal, weil die Straße hört jetzt ja auf, jetzt beginnt ja so eine Schotterpiste. Es ist natürlich auch nicht das beste Wetter. Das sieht ja alles nicht mehr so gut aus, zumindest für mich, weiterzufahren. Die anderen beiden sind da irgendwo hinten gerade noch, kommen aber jetzt auch gleich zurück, weil das da auch irgendwie nicht weitergeht. Das heißt, wir werden jetzt wieder umdrehen und dann hier wieder zurückfahren. Und hier kommt jetzt auch schon überall Gestein so und Schlamm und Geröll von den Regen auf die Straße gespült. Und von daher suchen wir uns jetzt einen anderen Weg Richtung Küste. Und irgendwo müssen jetzt gleich die Sandra und der Sven mit ihrem Landcruiser zurückkommen. Da hinten kommen sie. Allerdings kommen die beiden auch schon rückwärts. Also das scheint sehr schwierig zu sein, dieser Weg. Albanien hat wunderschöne Strände und Buchten, man darf aber nicht nach unten schauen, dann zeigt sich ein großes Müllproblem. Am nächsten Morgen erfüllte sich Sven noch einen Traum, einmal mit dem Landcruiser über den Strand brettern. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache, da ich hier auf YouTube mit meinem Kanal Way to Luck noch relativ am Anfang bin, freue ich mich natürlich über jede Unterstützung. Wenn euch meine Videos gefallen, gebt mir doch gern einen Daumen nach oben und lasst gerne auch ein Abo da. Fragen und Tipps könnt ihr gern in die Kommentare schreiben. Hier in Albanien gibt es sehr viele köstliche Leckereien, einige sind für meinen Geschmack aber etwas zu süß. Mein Fazit zu Albanien. Ja, Albanien ist ein sehr schönes und interessantes Land zum Bereisen. Tolle Landschaften, wunderschöne Küsten und Strände, sehr herzliche und hilfsbereite Menschen. Ob Albanien jetzt ein Geheimtipp ist, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, Albanien hat auch seine Schattenseiten. Das Land hat ein riesengroßes Müllproblem. Solange man nach oben schaut und auf den Horizont blickt, ist alles gut. Man darf halt nur nicht nach unten schauen.
Das finde ich sehr schade und es macht mich auch ein wenig traurig, weil die Natur und Landschaften Albaniens einfach atemberaubend sind. Es ist auch sicherlich nochmal ein Unterschied, ob man das Land individuell mit dem Camper bereist oder als Pauschalurlauber in einem schicken 5-Sterne-Hotel mit Privatstrand. Mit dem Camper empfand ich Albanien als eher schwieriges Reiseland, da die Infrastruktur abseits von größeren Städten ziemlich schlecht ist. Es gibt zum Beispiel kaum Supermärkte und wenn man dann mal einen Supermarkt gefunden hat, sind die Preise sehr teuer und auch die Straßen befinden sich teilweise in einem sehr schlechten Zustand. Auch die Grauwasser- und Schwarzwasserentsorgung beim Camper gestaltet sich schwer. Positiv zu erwähnen ist aber, dass man in Albanien zumindest aktuell noch fast überall frei stehen kann, wenn man denn nicht so der Freund von Campingplätzen ist. Man bekommt natürlich sehr viel von Land und Leute mit, wenn man mit dem Auto quer durch Albanien reist. Übrigens, ich persönlich habe mich zu keinem Zeitpunkt in Albanien unsicher gefühlt. Im Jahr 2024 soll Albanien ein Trendziel werden und eine Alternative zu Griechenland bieten. Große Reiseveranstalter wollen Albanien in ihre Kataloge aufnehmen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Albanien schon für den großen Tourismus bereit ist. Ob ich noch einmal nach Albanien fahren würde? Ich kann mir durchaus vorstellen, dieses Land erneut zu bereisen. Abschließend kann ich nur sagen, dass die meisten Vorurteile gegenüber diesem Land unberechtigt sind.